Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Und zwar, es ist tatsächlich soweit, dass Irelia The Blade Dancer Rework ist da. Ja, ich denke mal, viele haben sich schon drauf gefreut auf das Rework. Meiner Meinung nach war es nicht extrem notwendig. Ihre Winrate ist nicht gerade die krasseste im Moment, aber da hätte vielleicht auch der ein oder andere Buff ausgeholfen. Aber wir schauen uns mal an, was mit ihr passiert, denn man muss tatsächlich sagen, viel von der alten Irelia bleibt nicht mehr über. Dennoch muss man zusätzlich sagen, es sieht super, super, super krass aus. Vielleicht haben einige von euch schon den Trailer gesehen. Wir fangen an mit ihrer Passive und das ist schon direkt so ein Riesentext. Und zwar kann sie nämlich mit ihren Spells gegen Gegner ionische Fervor-Stacks aufbauen, ja. Sollte sie mehrere gegnerische Champions treffen, kriegt sie auch zusätzliche Stacks quasi, also mehr Stacks. Und diese Stacks sind im Prinzip ganz grob so wie von Kaiser, das heißt mehr Stacks gleich mehr Magic Damage, ja, pro Auto-Attack. Außerdem ist es dann so, dass wenn ihr maximale Stacks erreicht habt, da kommt jetzt eine neue Mechanik rein, die es in LoL jetzt noch nicht so gibt. Das ist wahrscheinlich deren Idee gewesen. Und zwar macht ihr zusätzlichen Schaden gegen Schilde. Ist ein bisschen verdummt, aber außerdem bekommt ihr zusätzlich noch Attack Speed bei Max Stacks, ja. Das heißt, wenn wir uns das jetzt anschauen, ja, wir machen also Magic Damage. Wir sehen hier lila Zahl und richtig viel Schaden gegen dieses freaking Schild, ne? Die Mechanik können wir gleich drüber diskutieren. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter und zwar zu der Q. Die ist im Prinzip mehr oder weniger komplett geblieben. Ganz kleine Änderung und zwar ist es so, sie kann dashen. Sollte das Ziel sterben, kriegt sie immer noch den Cooldown wieder. Allerdings kriegt sie den Cooldown auch wieder, wenn das Ziel markiert wurde. Darauf kommen wir später. Und sie bekommt jetzt jedes Mal, macht immer noch Onnit drauf und sie bekommt jedes Mal, ob das Vieh stirbt oder nicht, HP wieder, ja. Das heißt, ihr könnt uns das, wir können uns mal hier reinziehen, wir können es auch mal so machen. Zack, 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 ne? Ist cool, ist schön. Hier, ich glaube auch, diese Animation am Ende ist, dass sie jetzt quasi ihre Stacks erreicht hat, ja, sieht sie, sie leuchtet ja so ein bisschen. Das heißt, ich denke, sie bekommt pro Q 25 Stacks, baut 100 Stück auf oder so ähnlich, ne, ganz grob. Dann gehen wir weiter zur W, ist eine Mischung aus Fioras Riposte, also ihre Parieren, und Master Yi vielleicht, so eine Mischung, ja? Das heißt, sie charged ihre Blades, in dieser Zeit kann sie quasi nicht interrupted werden, ich spiele es euch erstmal ab und dann, ne. Sieht erstmal relativ unspektakulär aus, allerdings, also sie charge ihr Blade. In dieser Zeit kann sie nicht laufen, nicht angreifen, aber auch nicht interrupted werden. Bedeutet so viel wie, ich denke, sie ist immun gegen Lee Sin Kicks, gegen alles, was sie knockbackt, knockt ab, irgendwie jegliche Art von CC. Ist also ziemlich geil und sie bekommt super, super wenig Schaden. Das Ganze kann sie aufchargen und je mehr sie chargt, umso mehr Schaden macht sie. Ja, so ist die Mechanik. Ist an sich relativ interessant. Dann kommen wir zur E, die ist ebenfalls interessant. Und zwar ein Blade, das zweite Blade und so ähnlich wie Malzahar Zam. Ne? Das heißt, das Ding stunt auch. Ne? Ihr schießt erst das erste, dann das zweite. Hier muss man tatsächlich sagen, was mich schon wieder ein bisschen nervt, Hitbox. Ne? Ich finde ja gut, irgendwann hat Riot das ja mal reingebracht. Ne? Man konnte nicht schon immer in LoL sehen, wie groß ein Zauber ist. Ne? Irgendwann kam das und das war cool. Aber wir sehen, hier ist eine Animation. Ja, hier ist die Animation. Ne? Da. Und wer trifft es? Die beiden. Ich meine, man muss hier fair sein. Ne? Wir wollen nicht übertreiben. Sie stehen halt hier wirklich, also die Waffen kann ich dazu zählen, aber sehr nah hier mit den Füßen dran. Ne? Sie müssen ja nicht in der Mitte getroffen werden, sondern am Rand reicht ja schon. Aber ja, so ganz überzeugt bin ich da nicht. Aber cooler Spell auf jeden Fall. Stunt die Gegner. Und die Gegner werden ebenfalls markiert. Ja? Markiert, wichtig. Darauf können wir also... Sie könnte jetzt hier Q'en, da Q'en, da Q'en. Dreimal Q-Spell benutzen, was auch übel viel HP regeneriert. Dann kommen wir weiter zu ihrer Ultimate und die hat mich übel krass an Bleach erinnert. Ja, ich hatte ja letztens erst ein Video dazu gemacht und zwar ist es nämlich so, sie böllert ihre Ultimate nach, zack, ne, Blades um den Gegner herum. Alle Gegner sind markiert. Okay, das sah jetzt erstmal unspektakulär aus, weil nichts passiert. Aber sie wirft ihre Blades und die formen sich dann auf, wenn sie einen Champion treffen, darum. Ja, das funktioniert jetzt so, dass die alle markiert sind. Ja, wir sehen auch diese Markierung. Das heißt, sie kann mit ihrer Q jetzt hier richtig krass durch die Gegend springen. Q, Q, Q. Außerdem ist es so, dass es ähnlich wie eine Thrash Wall funktioniert. Das heißt, sollte jemand hier durch diese Wand gehen, bekommen sie Schaden. Und sie werden, also wenn ich das richtig verstehe, hier steht als letzter Satz mit einem Punkt hinter. Die Gegner werden außerdem für kurze Zeit... Also disarmed, also die können nicht angreifen, können keine Auto-Attacks machen. Die Frage ist jetzt, ob das heißt, wenn die da durchgehen, werden die disarmed oder hier drin werden die disarmed. Das ist noch nicht ganz klar, ist aber relativ coole Mechanik auf jeden Fall. Erinnert mich halt übel krass einfach an Bleach, ne? Da gibt es so einen Charakter, der hat auch so ein Blade-Gefängnis um dich rum. Ja, wir können uns das Ganze hier unten mal anschauen. Das heißt, wir haben ja eine Gank-Situation auf der Botlane, ja. Sie springt hier durch die Gegend, sieht ganz cool aus, wird gestunt, Boneplating, richtig freudig, ne? Sie geht jetzt hier durch die Gegend, rennt erstmal weg, ne?
Da ist die Ultimate. Jetzt kannst du direkt dahin springen. Springt da durch die Gegend, springt und springt, ne? Springt, einfach springt und ist einfach am Springen gewesen, ne? Was man hier noch gesehen hat, muss man tatsächlich sagen. Und zwar, es war nämlich ein bisschen schnell, deswegen machen wir es ganz kurz. Jetzt macht sie ihre... Da, genau. Jetzt sehen wir, von hier oben bis nach hier unten macht sie ihre... diese zwei Blades, die auf die Gegner einprallen. Das ist ziemlich cool. Und dadurch kann sie nochmal springen, ne? Das ist einfach insane, ne? Also ihr macht die Ultimate, könnt auf alle drei springen und im besten Fall trefft ihr mit der E und könnt wieder die ganze Zeit springen. Überkrass. Und weil das so überkrass ist, können wir nochmal eben ganz kurz die Skins angucken. Und weil das so krass ist, ziehen wir uns nochmal dieses Video rein. Und hier wird es ein bisschen übertrieben vielleicht. Einige von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen. Das ist das Rework-Video tatsächlich. Also sieht auch optisch ganz cool aus, muss man sagen, mit den Blades. Super nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Also da hat Riot wirklich gute Arbeit gemacht, finde ich persönlich, ne? Let's go. Wir spulen mal ein bisschen vor, ne? Das ist ja hier, komm. Na, so, komm. Da geht's los. Da sieht man halt, wie sie durch die Gegend springt und komplett ausrastet quasi. Das ist halt komplett gegeben, ne? Das ist halt wirklich, da war aber auch alles passend, ne? War heilige Scheiße. Einfach nur heilige Scheiße, ne? RIP. Einfach RIP. Sieht schon richtig cool aus. Holy shit. Na, ist natürlich... Jetzt so eine kleine Mini-Montage, muss man dazu sagen. Potenziell kann man auf jeden Fall sagen, dass Irelia eventuell ein bisschen kniffliger sein wird, weil sie viele, viele Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, sie wird gar nicht mal so krass schwer werden und sie wird tatsächlich ein Champion, der broken wieder auf den PvE kommt. Naja, gehört ja ein bisschen dazu, muss auch einfach mal sein. Aber hier sind noch ihre Skins, ne? Ich weiß nicht, ob sie in-game, kann man sie jetzt leider nicht sehen. Sieht allerdings relativ... ja, mehr oder weniger noch normal aus. Wir müssen halt schauen, wie es dann in-game... Das hier ist sogar absolut dasselbe Bild, meine ich, ne? Also die anderen Bilder sind noch anders, ne? Ne, der Booty? The Booty is still there, Leute, ne? Nice. Ja, auf jeden Fall ist ein cooles Rework. Die Frage ist natürlich jetzt mit ihrem Kit. Im Prinzip ist natürlich die Mechanik cool, dass man zusätzlichen Schaden an Schilden macht. Die Frage, die man sich hier nur stellen muss, ist... Meistens ist es doch tatsächlich so, wenn wir gegen jemanden kämpfen, nehmen wir einfach an, keine Ahnung, eine Jenna. Die wird sich doch direkt am Anfang schilden. Und potenziell haben wir dann noch nicht die maximalen Stacks aufgebaut, sodass wir Bonusschaden gegen ihr Schild machen. In dem Moment, wo wir das Schild aber durchbrechen oder ein bisschen mehr Schaden schon gemacht haben, kriegen wir diese Passive und unsere, ja, dieser zusätzliche Schildschaden geht einfach verloren. Es ist dann zum Glück nicht nur das, sondern wir kriegen auch zusätzliche Attack-Speed. Aber das ist so ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Allerdings denke ich, gerade bei längeren Kämpfen, ne, wenn der Gegner sich zweimal schildet, was jetzt nicht so oft hoffentlich vorkommen sollte, ja, weil wir wollen ja auch ordentlich Damage machen, da könnte es vielleicht nützlich sein. Oder wo ich halt denke, ist sehr interessant, dass sie einfach eine gewisse Rolle erfüllt. Ja, das heißt zum Beispiel, Galio ist ein Pick, den pickst du, um ein bisschen natürlich Tank zu haben und so weiter, aber damit du auch gegen Magic Champions, ja, wenn du in der Mitte jemanden hast, der übel krass viel Schaden macht, ein Magic Assassin, keine Ahnung, dann pickst du einfach Galio und der Gegner ist super mad. Und vielleicht pickt man Irelia deswegen auch einfach hier, wenn die Gegner extrem viele Schilde haben. Vielleicht ist das so eine coole Möglichkeit. Vielleicht ist es auch einfach, hey, komm, scheiß drauf, let's go. Die Frage, die ich mich ebenfalls nur so ein bisschen stelle, ich finde Stacks auch immer cool und so, aber ich glaube, diese Passive ist so ähnlich wie Deadman's Plate. Deadman's Plate, fragt euch jetzt sicher, ja, Deadman's Plate ist im Prinzip so, ihr macht Bonusschaden, wenn es voll gestackt ist und slowt den Gegner, aber achtet da wirklich jemand drauf? Niemand, ja, das heißt, ihr achtet nicht drauf, ob ihr 100 Stacks habt, ob ihr irgendwas, ihr lauft einfach die ganze Zeit und greift an, ja, deswegen, Deadman's Plate ist auch so ein bisschen schwierig und hier ist es wahrscheinlich genauso, das heißt, ihr spielt einfach und die Passive, natürlich sollte man gucken, dass man sie ein bisschen wahrnimmt, aber sie läuft halt so ein bisschen nebenher bei, vielleicht ist es auch komplett anders. Muss man mal wirklich schauen. Ich denke natürlich, maximale Stacks sind geil. Aber sie ist halt nicht so interaktiv. Das wollte ich damit sagen. Bis auf den Schild-Damage vielleicht. Ja, ansonsten ist es natürlich sehr, sehr cool, dass ihr mit der Q überkrass durch die Gegend dashen könnt. Ihr könnt mit der Ultimate und der E richtig viele Gegner markieren. Vor allem auch Minions. Stellt euch vor, da sind wirklich 5, 6 Minions und 2 Champions. Ja, ihr könnt 20 Mal durch die Gegend springen. Ja, ein bisschen übertrieben. Aber das heißt, ihr könnt erstmal mit der Ultimate die Markierung drauf machen. Dann macht ihr mit der E nochmal die Markierung drauf. Und das Krasse ist, ihr heilt euch halt jedes Mal, wenn ihr mit der Q springt. Hier steht Small Amount. Also es wird nicht extrem viel sein. Aber selbst wenn es auf Stufe 1... 10 AP sind, ne? Du springst 5-mal durch die Gegend am Anfang im Early Game und hast 50 AP dazu bekommen. Vielleicht sind es auch 20 AP. Ja, vielleicht sind es auch nur 5, weiß man nicht, ne? Ist aber tatsächlich sehr, sehr interessant. Trinity wird wahrscheinlich immer noch absolut safe sein, weil wir halt immer noch On-Hit drauf haben. Aber
Ja, ihr könnt mir natürlich absolut mal raushauen, was ihr denkt, es über krasse Kombos geben könnte. Ne? Ich denke, hier gibt es wirklich, wirklich viele Kombos. Wenn euch was einfällt, okay, hey, wie Tobi, was ist eigentlich hiermit? Dann haut das doch gerne in die Kommentare, da bin ich immer absolut gerne für offen. Ich wünsche euch was, haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.